Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren OMSI-Folge. Eine weitere Corona-Mod ist für Wuppertal erschienen. Das Ganze ja, kommt von simnews.net, die natürlich die WSW-Busse jetzt auch mit dem Corona geupdatet haben. Wie wir jetzt hier zum Beispiel schon mal sehen, ne? Tür bleibt geschlossen, bitte hinten einsteigen, bitte andere Tür benutzen. Auch haben wir hier drinnen ne, die obligatorischen Bänder, ne, dass das Ganze halt einfach mal klar ist, was hier so Sache ist. Ne. Und auch hier haben wir noch die, warte mal, wenn wir jetzt mal kurz mal hinkommen, schauen wir mal ganz kurz. Also die Musik ist leicht anstrengend. sehen wir hier zum Beispiel noch die Hygienehinweisregeln für die Fahrgäste, Hände, Husten, Niesen, Kontakt vermeiden bei Infektionsverdacht. Und so weiter und so fort, ne? Das ist eigentlich schon eine relativ coole Sache. Das Ganze ist natürlich auch auf OMSI Webdisk erhältlich. Ja, nee, warte, jetzt muss ich überlegen, tatsächlich. Doch, müsste eigentlich über OMSI Webdisk erhältlich gewesen sein. Also da könnt ihr euch das Ganze runterladen. Insgesamt werden 3 Busse halt dementsprechend halt geliefert, ja. Ein Gelenkbus, der Solobus und ein weiterer C2, ich glaube im Hamburger Stil, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ja, das könnt ihr natürlich auf jede Karte natürlich benutzen, ja, wenn ihr natürlich dafür das passende Repaint habt. Ja, wir hatten uns ja vorher schon das für Mainz angeguckt, ne, für die Karte Mainz hatten wir ja auch den Bus aus Mainz. Ja, da gab es ja auch schon die Corona-Mod, das gab es ja auch von simnews.net. Und wie gesagt, hier ist es jetzt dementsprechend genauso. Man sieht hier schon leicht so ein bisschen, wenn man weiter weg ist, glitscht es ein bisschen durch, aber je näher du dran bist, desto fester ist das Ganze. Eigentlich eine coole Sache, dass man das Ganze jetzt hier dementsprechend... Mal gucken, ob jetzt das Ganze mit dem Script noch funktioniert. Deswegen würde ich mal sagen, steigen wir doch direkt mal ein. Und ja, wenn jetzt erstmal kurz gucken, dass ich jetzt an meiner Kamera wieder... So, starten wir erstmal den Bus. Oh Gott, man sollte den Bus auch richtig starten, das wäre großartig. So, 18:05. Neun, sechs, neun, eins. So, und wir sind auf der Linie 604. Ja, Ziel ist, genau. Bin ich schon spät dran. Und ihr seht auch. Die Mod funktioniert hier also auch. Sie steigen alle hinten ein. Vorne ist nichts mehr wichtig, wie auch in jeder anderen Folge sei hier gesagt. Ihr müsst vorher bitte die Dings ausschalten, sonst funktioniert das Ganze nicht. Den Fahrkartenverkauf. Und ja, weiterhin auch natürlich wichtiges Thema, hartes Thema. Ich weiß, das Thema ist umstritten, ob man das unbedingt jetzt auch in Spiele veröffentlichen muss und so weiter und so fort. Ja, auch hier halte ich mich natürlich davon, nehme ich Abstand. Klar, ist eine ernste Sache, aber es ist nun mal eine Sache, die man auch nicht einfach jetzt totschweigen darf oder sowas. Es ist nun mal gerade jetzt aktuell und es ist halt wirklich schlimm. Ja? Und wie gesagt, schönreden darf man es halt nicht, ne? Aber man sollte es auch nicht wegreden. Weil dieses Thema ist zu brandaktuell, um jetzt zu sagen, so, naja, darüber sollte man eigentlich gar nicht reden. Von daher, weiterhin ernste Angelegenheit, ne? Weiterhin, ja, bleibt zu Hause, wascht euch die Finger, desinfiziert euch. Und wie gesagt, notfalls keinen Schritt raus und so weiter und so fort. Ne? Und die Sache ist wirklich ernst. Und solange ihr die Chance habt, ja, meidet es halt einfach, rauszugehen.
Grüße von der Hinterachse. Fahren bei der Fahrschule nie Thema. Bremsen vor den Klingen. Sie laufen aber auch wirklich sofort nach hinten. Ja, versuchen sie erst gar nicht vorne einzusteigen. Also auch hier die Mod funktioniert wunderbar. Ich glaube auch noch, dass es werden noch weitere Corona-Mods kommen. Gehe ich mal stark davon aus. Das Thema ist jetzt, wie gesagt, seit jetzt so drinne. Und ist ja meistens immer so, einer macht es vor, dann machen es die anderen nach. Ne? Weil man erstmal abwarten will, wie die Kritik bei dem einen ankommt. Und tatsächlich muss man sagen, Projekt Potsdam, der muss ganz schön, ich sag mal, vorsichtig schlucken, ja, wo sie das Ganze dann wieder offline genommen haben auf OMSI Webdisk. Meine, wenig später war es dann wieder online. Ja, Grund haben wir leider nie erfahren, wieso, weshalb, warum. Ja, aber ich denke mal, da war das Thema wahrscheinlich doch ein bisschen zu hart, dass man da gesagt hat, so, nee, vielleicht eher nicht so. Ja, aber im Nachhinein ist man da wahrscheinlich dann doch in sich gegangen und hatte gesagt, naja, warum eigentlich nicht? Weil das ist ja nichts Verbotenes, ja. Ist ja nun mal so, ne? Also solange, wie gesagt, es halt wirklich so brandaktuell ist, ja, ist es halt. Wenn man jetzt dann natürlich noch Krone-Events wie München reinbaut, da muss ich schon sagen, also das finde ich dann teilweise dann auch schon, ja, ein bisschen grenzwertig. Aber so eine Mod hier zum Beispiel kannst du ja für eigentlich alles benutzen. Ne? Das ist ja... Ist ja eigentlich... kann man ja machen. Ne? Also von daher... Kannst ja auch noch zu SARS-Zeiten nehmen, die Epidemie, die wir ja hier 2003 hatten. Ja, von der haben wir natürlich aber nicht allzu viel mitbekommen, jetzt wie zum Beispiel bei jetzt beim Coronavirus. Ja. Da muss man natürlich schon ein bisschen abschätzen, so, ne, dass man das da irgendwie zeitgleich nimmt. Wir hatten die Vogelpest, ja, wir also die Vogelgrippe, die Schweinegrippe hatten wir, also wir haben ja eigentlich alles überlebt, ne? Jetzt ist das erste Mal jetzt halt, dass wirklich das deutschlandweit, oder nicht deutschlandweit, weltweit sogar, das Coronavirus halt wirklich so alles ausschlägt, was da ist. Ne? Und es gibt da natürlich auch schon Berichte natürlich über zahlreiche Tote, ist leider, es ist hart. Aber man darf halt auch nicht vergessen, es gibt aber auch schon reichlich Leute, die sind genesen von dem Coronavirus. Ja? Die sind zwar jetzt in Quarantäne, aber sie fühlen halt nichts mehr. Also so keine Krankheitserscheinung mehr. Ja, also sie haben es halt überstanden. Also auch sowas muss man immer mal so ein bisschen mit im Hinterkopf behalten. Das ist halt nicht nur, ja, sobald du infiziert bist, war es das oder sowas, sondern es geht ja weiter. Ne? Also es gibt genug Menschen, die haben es überlebt. Ich glaube auch, wenn mich nicht alles täuscht, die Zahl, ich glaube in Deutschland zumindest, ist die Zahl der Genesenen höher als der leider Verstorbenen. Aber wollen jetzt natürlich uns jetzt nicht über das Coronavirus unterhalten. Ich will euch nur vermitteln, dass auch ich diese Sache sehr ernst nehme. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, ich verlasse das Haus nur, wenn ich jetzt was einkaufen muss oder sowas. Ne? Weil wir sind jetzt nicht so eine Menschen, wir horten jetzt nicht oder sowas. Wir haben zwar das Notdürftigste, haben wir halt zwei, dreimal da, okay. Aber so Essen oder sowas gehe ich trotzdem kaufen. Brandströmstraße. So komplett isolieren jetzt halt, muss ich mich jetzt nicht halt, ja, so Tochter und Frau, okay, da sehe ich es ein, die sollen sich auch weiterhin isolieren, obwohl es halt auch Schwachsinn ist, wenn ich rausgehe, ne, also dann kriegen die das so oder so ab, aber sicher ist halt sicher, ne, also bei meinen Kindern ist halt schon so, ja, die müssen alles anfassen, ja, alles antatschen und hast nicht gesehen, das mache ich halt nur nicht, ne, ich gehe rein. Ja, ich weiß, was ich will und kaufe es dann ein und nehme es dann und kaufe es dann einfach und dann geht's gleich raus. Zu Hause gleich Hände waschen, desinfizieren und so weiter und so fort. Ja, mehr kannst du eh nicht machen. Von daher weiterhin viel, viel
ich drücke euch die Daumen alle und mir natürlich auch selbst die Daumen und meiner Familie natürlich die Daumen, ne, dass wir das alles hier heil überstehen. Aber wir brauchen jetzt viel, viel Geduld, viel, viel Zeit. Ne? Lasst den Kopf nicht hängen. Und zusammen schaffen wir das alles, natürlich. So, aber wie gesagt, die Mod denn sollte auf OBSI Webdocs erhältlich sein. Sollte das nicht der Fall sein, packe ich euch natürlich den Link zum Discord hier unten in die Videobeschreibung mit rein, selbstverständlich. Da könnt ihr euch dann ja gerne auf den Server denn von simnews.net gehen und da findet ihr spätestens da solltet ihr auf jeden Fall drum und Link finden. Und natürlich dann auch, ja. Installation geht über eine Exe. Da war ich ein bisschen sehr verwundert gewesen, dass man das Ganze in so ein Exe-Archiv gepackt hat. Aber naja. Stoppkurs LE. So, brauchen wir auch noch ein Bild hier. Ja, geht die Woche auch schon wieder zu Ende, Leute. Wahnsinn. Landet eigentlich jetzt fast täglich OBSI-Folge. Aber es ist halt, aber halt gerade auch wieder Schlag auf Schlag. Schön ist, dass man jetzt immer die Karten wieder rausholt, die man eigentlich so alle besitzt denn so, ne? Weil ich besitze nun fast jedes, also ich fasse, ich besitze jedes Payware-Addon. Man spielt sie halt einfach nicht mehr. Ne? Irgendwann hast du nicht mehr. Ich glaube, Köln oder sowas. Ich glaube, das habe ich insgesamt zweimal gespielt oder sowas. Also, das ist natürlich schon schade. Ich aber auch sagen muss, dass Köln mich jetzt auch nicht wirklich umgehauen hat. Ne? Also. So. Sind wir auch gleich wieder am Ziel angekommen. Und dann haben wir uns die Mod auch angeguckt. Wie gesagt, wenn euch irgendwas einfällt oder sowas, ne? Oder euch fällt irgendwas auf, wo jetzt zum Beispiel ein Fehler ist oder sowas, dann nutzt da die Kommentarfunktion und schreibt es unten rein, ne? Selbstverständlich. Ja. Zum Beispiel könnt ihr auch mal Wünsche äußern. Vielleicht gucken diejenigen ja dann mal so rein, so in die Videos, ja. Und gucken mal, ah, guck mal, die Demos könnten wir eventuell ja noch modden oder Demos könnten wir noch modden. Ja, also könnt ihr zum Beispiel da auch mal eure Wünsche reinschreiben. Ich selbst könnte zum Beispiel das so machen, dass ich das Ganze zum Beispiel auch weitertrage, ne, an Projekt Potsdam. Ja, vielleicht macht ihr noch die ein oder andere Mod. Braucht natürlich die Texturen dafür, ne. Jetzt im April kommt ja auch in Düsseldorf raus, ne? Also für Leute, die sich darüber sehr freuen. Werden wir uns bestimmt auch noch angucken. Durften ja die Preview schon spielen.
Lennepper Straße. So Leute, haben wir es? Wie immer gerne schreibt in die Kommentare, ob euch die Folge gefallen hat. Ja, nutzt die Kommentarfunktion, lasst ein Like da. Wisst ihr ja alles schon, wie das Ganze abläuft. Ich werde weiterhin am Ball bleiben, rund um den Corona-Virus-Mod und alles sowas. Ja, also falls da irgendwelche Ideen sind, wie gesagt, nutzt da die Kommentarfunktion. Auch könnt ihr gerne in die Kommentare posten, wenn ihr zum Beispiel eine Corona-Mod kennt, ja, die ich noch nicht hier habe. Ja, dann könnt ihr das gerne mal mir zukommen lassen. Also zumindest den Link oder sowas, wo man sich das mal angucken kann. Dann werde ich mir das Ganze natürlich noch anschauen. Lennepper Straße. Oh. So. Da sind wir auch abends hier angekommen. Ja, und damit würde ich jetzt gar nicht mehr so lange machen. Wir machen es jetzt hier kurz. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Kommen Sie wieder. Ja, ich glaube, es geht mal wieder Richtung Hamburg. Und auch da gab es eine kleine Mod, die wir uns dementsprechend jetzt nochmal anschauen werden. Also unbedingt wieder einschalten, wenn ihr mehr sehen wollt von OMSI 2 mit mir, dem Bio. Ich bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.